Zeitraffer. Vulkane sind Zeugen unserer Geburt aus dem Feuer. Trotz aller Wissenschaft bergen sie noch viele Geheimnisse. Ihre Ausbrüche lassen sich bis heute nicht immer präzise vorhersagen. Und in Swissmade der Lehrer und die Vulkane. Am Anfang war das Feuer. Und noch immer ist die Erde ein Feuerball. Rund 10.000 Vulkane zeugen davon. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und sie verändert sich noch immer. Die Schöpfung hat nicht einfach aufgehört und es ist immer noch sehr, sehr heiß im Erdinneren. Die feste Erdkruste ist mit durchschnittlich nur rund 30 Kilometern vergleichsweise dünn. Sie ist in verschiedene Platten zerbrochen, die auf den plastischen Gesteinen des Erdmantels schwimmen. An den Nahtstellen entstehen Erdbeben und es bilden sich Vulkane. Die Erde ist noch immer sehr heiß, was dazu führt, dass das Gestein im Inneren schmilzt. Und geschmolzenes Material bewegt sich, weil es flüssig ist. Wenn Masse eine geringere Dichte aufweist, dann steigt sie auf. All das spielt sich tagtäglich auf der Erde ab. Es gibt hunderte von aktiven Vulkanen. Und jedes Jahr kommt es zu 50 bis 100 Vulkanausbrüchen unterschiedlicher Stärke. Für die meisten Mitteleuropäer sind Vulkane lediglich exotische Naturphänomene. In der Millionenstadt Neapel hingegen lebt man mit der Gefahr. Denn der Golf von Neapel ist Teil eines riesigen Vulkans. Deshalb hoffen viele Neapolitaner auf den Beistand des heiligen San Gennaro. Denn die Stadt selbst befindet sich genau in der Schnittstelle zwischen drei aktiven vulkanischen Gebieten. Je nach Ort und Schwere eines Ausbruchs wären große Teile der Bevölkerung gefährdet. Ein praktikabler Evakuierungsplan existiert nicht. Und bei einer Massenpanik wäre eine rechtzeitige Flucht angesichts des jetzt schon zähflüssigen Verkehrs wohl unmöglich. Und auch wenn sich Neapels Hausberg, der Vesuv, im Moment schlafen stellt, so ist er doch keineswegs ungefährlich. Der Vesuv ist ein höchst unberechenbarer Vulkan. Er hat schon alles irgendwann einmal gemacht. Wir studieren heute alte Aufzeichnungen über Ausbrüche des Vesuvs aus klassischer Zeit und lernen Neues dazu. Beim letzten großen Ausbruch während des Zweiten Weltkrieges hat der Vesuv Lavaströme produziert. Früher hingegen kam es zu sehr explosiven Ausbrüchen mit großen Asche- und Glutwolken, die klassische Städte zerstörten. Bei einem gewaltigen Ausbruch des Vesuvs wurde Pompeji im Jahr 79 verschüttet. Dabei nahezu perfekt konserviert und im Laufe der Zeit vergessen. 18 Stunden dauerte damals die tödliche Eruption. Vorher war der Vesuv 800 Jahre lang ruhig gewesen und galt deshalb als erloschen und ungefährlich. Rund 5000 Menschen kamen um. Wer nicht erstickte oder von Gesteinsbrocken erschlagen wurde, der fiel den Glutwolken zum Opfer. Über 1500 Jahre lang lag die Stadt unter einer bis zu 20 Meter hohen Decke aus vulkanischer Asche begraben, bis sie im 18. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Es ist mit Sicherheit ein gefährlicher Vulkan. Ein ganzes Observatorium mit vielen hochbezahlten Vulkanologen beobachtet den Vesuv und die phlegräischen Felder rund um die Uhr. Und das hat sehr wohl seinen Grund. Nie siedelten mehr Menschen im Einzugsgebiet des Vesuvs als heute. Das alte Observatorium aus dem 19. Jahrhundert beherbergt heute ein Museum. Es liegt einsam auf halber Höhe des Vulkans inmitten alter Lavaströme. Kein festes Haus ist näher am Gipfel des Vulkans. In seinem Inneren finden sich Zeugnisse aus zwei Jahrtausenden unruhiger und wechselvoller Geschichte am Berg. Wenige Vulkane sind so unberechenbar wie der Vesuv. Und keiner ist auch nur annähernd so gut dokumentiert. Vesuvio riveste un ruolo molto speciale nella storia della vulcanologia. Der Vesuv nimmt eine ganz besondere und herausragende Rolle in der Geschichte der Vulkanologie ein. Der Vesuv ist immer wieder aktiv gewesen und immer gab es Menschen in der Nähe, die ihn beobachtet haben und über seine Aktivitäten Bericht ablegten. Wir besitzen deswegen eine umfangreiche, lange Dokumentation seiner Aktivitäten. Da gibt es den einmaligen Fall von Pompeji.
Was dort geschah, erlaubt es uns, die Geschichte der damaligen Bevölkerung und des Vulkans studieren zu können. Unser Observatorium am Berg wurde bereits 1841 erbaut. Hier befindet sich wirklich die Geburtsstätte der modernen Vulkanologie. Berühmt ist das Observatorium auch, weil hier um 1870 herum die ersten Messinstrumente im Gebiet der Vulkanologie erfunden und in Auftrag gegeben wurden. Und dann von hier auch in andere Länder wie Japan exportiert wurden. Diese Länder sind heute auch führend in der Technologie der Vulkanbeobachtung. Heute steigt aus dem Krater nur gelegentlich etwas Wasserdampf auf. Der Vesuv hat sich nach den unzähligen Eruptionen der letzten 12.000 Jahre immer wieder gewandelt. Ursprünglich war, was heute vom Vesuv übrig geblieben ist, Teil eines ungleich höheren und größeren Vulkans namens Somma. Trotz seiner Unberechenbarkeit siedeln immer mehr Menschen im unmittelbaren Gefahrenbereich des Vulkans. Auf dem von niemandem sonst beanspruchten Land an seinen Hängen lässt sich günstig bauen. Und trotz fehlender Baugenehmigung drücken die überforderten Behörden beide Augen zu. Und dies, obwohl sich die Lava- und Glutströme in historischer Zeit immer wieder genau dort ihre Wege bahnten, wo heute all die neu errichteten Häuser stehen. Nebst ihren Schutzheiligen vertrauen die Neapolitaner auch noch den Vulkanologen. Ein ganzes Bürogebäude, weit ab vom Einzugsgebiet des Vesuvs, beherbergt das neue Vesuvianische Observatorium. Herzstück des Observatoriums ist der rund um die Uhr besetzte Kontrollraum. In diesem Raum registrieren und überwachen wir die Signale unserer Messinstrumente vor Ort. Vom Vesuv, von den Phlegräischen Feldern, von Ischia und auch vom Stromboli. Das hier ist das Herz all unserer Aktivitäten. Dabei messen wir in erster Linie Erdbeben, kleinste Erdbewegungen per GPS und auch die geochemischen Veränderungen der Vulkane, also die chemische Zusammensetzung der aufsteigenden Gase. Im Nordwesten Neapels liegen die Vulkane der Phlegräischen Felder. Ähnlich dem Vesuv liegen sie in einer sogenannten Caldera, einem riesigen Kessel, der durch den Einsturz eines alten Vulkans entstand. Im Solfatara-Krater geht es noch heute heiß her. Zischende Fumarolen und kochender Schlamm legen Zeugnis ab von der vulkanischen Aktivität im Untergrund. Und wer kräftig mit den Füßen stampft, stellt fest, dass der Untergrund hohl ist. In den frühen 80er Jahren hatten wir eine klassische Krise in der Vulkanologie. Damals hob und senkte sich der Boden in den Phlegräischen Feldern innerhalb weniger Monate um Meter. Dabei wurden Häuser und Teile der Infrastruktur zerstört. Niemand konnte damals sagen, ob diese Unruhe Vorbote einer neuen Eruption war. Schließlich beruhigte sich die Lage wieder. Aber niemand konnte das 1980 wissen. Würde das heute geschehen, so würden wir zwar viel genauer messen, aber wir könnten immer noch nicht mit Sicherheit voraussagen, ob sich eine neue Eruption ereignen wird. Der Vesuv dominiert den Golf von Neapel. Doch draußen im Meer finden sich weitere Vulkane, die ihr Entstehen auch dem Zusammentreffen der afrikanischen und europäischen Kontinentalplatten verdanken. Die Insel Stromboli ragt etwa 930 Meter aus dem Wasser. Doch es ist nur die Spitze eines Vulkans, der vom Meeresgrund gemessen etwa 3000 Meter hoch ist. Obwohl der Vulkan daueraktiv ist, bleibt Stromboli ein beliebtes Ferienziel. Jules Vernes berühmtes Buch von der Reise zum Innern der Erde endet hier. Knapp 500 Einwohner leben ganzjährig unter dem Vulkan. Der Stromboli ist ständig aktiv. Aus drei Kraterkegeln kommt es in unregelmäßigen Abständen zu größeren und kleineren Eruptionen. Das ausgeworfene Material fällt meist in den Krater zurück oder rollt über einen Steilhang ins Meer. Dieser regelmäßige Auswurf von Lavafetzen, Schlacken und Asche ist so typisch für Stromboli,
dass der Begriff strombolianische Aktivität allgemein für Vulkanaktivitäten dieser Art verwendet wird. Doch der Stromboli ist nicht so berechenbar, wie er vielen erscheint. Im Dezember 2002 riss ein ungewöhnlich starker Lavafluss einen Teil des Vulkankegels ab. Als dieser ins Meer rutschte, kam es zu einem Tsunami. Die bis zu 10 Meter hohe Flutwelle verwüstete einige der küstennahen Häuser der Ortschaft Stromboli. Daraufhin wurde die Insel für mehr als 2 Monate komplett evakuiert. Stromboli gehört zur Gruppe der Äolischen oder Liparischen Inseln. Alle diese Inseln sind vulkanischen Ursprungs und liegen zwischen Neapel und Sizilien. Eine knappe Stunde dauert die Fahrt mit dem Tragflügelboot von Stromboli zur Nachbarinsel Vulcano. Stromboli wie auch Vulcano sind beliebte, weil interessante und leicht erreichbare Reiseziele für Vulkanbegeisterte, wie für den deutschen Geologen und Vulkanfilmer Marc Scheglatt. Und hier auf Vulcano hat es auch begonnen mit seiner Leidenschaft für den Vulkanismus. 1990 war ich zum ersten Mal auf einem Vulkan, und zwar hier auf Vulcano. Da hat mich so die Leidenschaft für den Vulkanismus gefasst. Und seitdem habe ich mich dann wirklich intensiv mit dem Vulkanismus auseinandergesetzt und angefangen, erst Vulkane zu fotografieren und später dann zu filmen. Ja, das ist im Laufe der Jahre zu meinem Lebensinhalt geworden. Ich befasse mich halt sehr intensiv mit dem Vulkanismus. Ich habe angefangen, damit Geld zu verdienen, die Aufnahmen zu verkaufen. Und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. In der griechisch-römischen Mythologie hat Vulcano einen festen Platz als Wohnsitz des Gottes Vulcanus und ist damit auch Namensgeber aller anderen Vulkane. Hier oben befinden wir uns am Schwefelfeld des Kraters Fossa II, der letzte Mal am Ende des 19. Jahrhunderts aktiv war. Man kann hier schon davon ausgehen, dass ein Gefährdungspotenzial auch für die Bevölkerung besteht. Hier von diesen 7 Inseln sind 2 vulkanisch aktiv. Vulcano kann auch jederzeit wieder ausbrechen. Natürlich wird es sehr wahrscheinlich vorher Warnzeichen geben, die von den Vulkanologen beobachtet wird, sodass Alarm geschlagen werden kann. Nicht umsonst heißt der Hauptkrater auf Vulcano auch der große Krater. Überwacht wird Vulcano vom sizilianischen Catania aus. Catania liegt am Fuß des Ätna, Europas größtem und aktivstem Vulkan, und ist mit rund 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Siziliens. 1669 wurden Teile der Stadt unter Lavaströmen begraben und kurz darauf zerstörte ein schweres Erdbeben Catania fast vollständig. In der Folgezeit wurde die Stadt im barocken Baustil wieder aufgebaut. Eines der prächtigen Gebäude beherbergt auch das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie. Von hier aus wird neben der Insel Vulcano vor allem der Ätna überwacht. Auf den Monitoren des Kontrollraumes werden laufend Erdbeben registriert, denn der Ätna befindet sich in einer seismisch äußerst aktiven Zone. Was die Zahl seiner Ausbrüche in historischer Zeit betrifft, so ist der Ätna der vielleicht aktivste Vulkan der Erde. Und trotzdem, der Ätna ist weniger gefährlich als der Vesuv. Auf jeden Fall ist der Ätna der höchste und aktivste Vulkan Europas. Es ist ein Laboratorium der Natur, das uns das Studium vieler Phänomene erlaubt. Das Studium und die Überwachung ermöglichen es uns, sein Verhalten und somit auch das vieler anderer Vulkane immer besser zu verstehen. Wir können hier ganz spezifische Forschungen machen, weil der Ätna daueraktiv ist. Das heißt, mindestens 2-mal pro Jahr ausbricht. Seit 1995 ist der Ätna sehr aktiv. Seit 1999 ist er gar fast ununterbrochen tätig. Die Eruptionen finden größtenteils auf dem Gipfel des Berges auf 3000 Metern Höhe statt und sind darum nicht so gefährlich für die Bevölkerung. Trotzdem herrscht in den Siedlungen auf den Flanken des riesigen Vulkans eine eigentümliche Stimmung. Magier und Wahrsager bieten ihre Dienste feil. Sekten florieren. Glaube und Aberglaube sind oft nur schwer voneinander zu trennen. Viele Häuser stehen leer.
und scheinen doch bewohnt. Der Ätna bedeckt mit seinen vulkanischen Produkten eine Fläche nicht viel kleiner als der Kanton Zürich. Marc Scheglatt hat den Ätna im Verlaufe der letzten 15 Jahre unzählige Male bestiegen und dabei immer wieder neue Verhältnisse vorgefunden. Der Ätna zählt zu den Vulkanen, die ich am meisten bereise. Einmal natürlich, weil der von Deutschland aus relativ einfach zu erreichen ist, aber auch, weil es einer der aktivsten Vulkane der Welt ist. Der Ätna ist Europas größter Vulkan und auch zugleich der, der die spektakulärsten Eruptionen macht. Die basische Lava des Ätna ist relativ dünnflüssig. Dadurch können die in ihr enthaltenen Gase entweichen und bauen keinen Überdruck auf, der sich in einer Explosion entladen könnte. Daher zählt der Ätna nicht zu den explosiven Vulkanen, wie zum Beispiel der Vesuv. Typisch für den Ätna sind die Eruptionen längs aufreißender Spalten. Ihre Länge variiert von einigen hundert Metern bis hin zu mehreren Kilometern. Die Lava bahnt sich dabei ihren Weg meist im Schritttempo und lässt sich deshalb ohne allzu große Gefahr auch aus der Nähe beobachten. Ja, bei dem großen Ausbruch von 2001 erreichte die Lava tatsächlich die untere Seilbahnstation und entzündete dort ein Transformatorenhäuschen, verschüttete auch die Streben der Seilbahn und verschüttete auch einige Häuser. Der Ätna kann auch große Mengen von Asche ausstoßen. Die Aschewolken beeinträchtigen das Leben in den am Ätna erbauten Städten wie Nicolosi oder Zafferana Etnea immer wieder beträchtlich. Wie auf jedem aktiven Vulkan verändert sich die Landschaft laufend. Und wer in der Nähe des Vulkans lebt, muss immer auf Überraschungen gefasst sein. Trotz aller Wissenschaft bleiben die Aschewolken und Lavaströme des Ätna bedrohlich. So wird auch verständlich, warum die Einwohner der Orte am Ätna Zuflucht, Trost und Schutz suchen bei ihrer Religion. Und wie es nicht anders zu erwarten ist. Manchmal hilft es nicht. Das Kreuz. Und ein andermal hält die Lava inne, kurz vor dem Abbild der heiligen Madonna. Bei einem Vulkanausbruch passiert ja alles viel schneller, als man es sonst aus der Geologie kennt. Das passiert praktisch alles im Zeitraffertempo. Also die Landschaft, die verändert sich manchmal innerhalb weniger Tage total. Man sieht auf einmal Kegel wachsen, Lava zugedeckt und die Landschaft sieht wieder aus wie neu generiert. Marc Scheglatt unternimmt viele seiner Reisen in Begleitung seines Freundes Chris Weber, der sich auf die Organisation von Vulkanexpeditionen spezialisiert hat. Diesmal führt er ein Forscherteam zum Erta Ale, in die heißeste Wüste der Erde. Es war recht schwierig, dahin zu kommen, weil es ist ein Grenzgebiet zwischen Äthiopien und Eritrea, was nicht ganz so einfach zu erreichen ist. Da braucht man Sondergenehmigungen. Und dann kommt man mit etwas mehr Mühen, teils auch mit Hubschrauberhilfe, da an diesen Vulkan ran. Sind an diesem Vulkan rangeflogen, gelandet, haben da 150 Liter Wasser ausgeladen, weil es eine sehr heiße Wüste ist. Haben das da deponiert, ein Camp aufgebaut am Kraterrand und von da dann diesen aktiven Kratersee inspiziert und sind auch in den Kratersee abgestiegen. Erta Ale, der hat einen Lavasee. Das kann man sich wirklich fast vorstellen wie ein Schwimmbad, nur ist nicht mit Wasser gefüllt, sondern drin ist flüssige Lava, über 1000 Grad heiß.
Und das war eine Besonderheit, wirklich fast ungeschlagen bisher. Ziel der Expedition ist es, Lavaproben zu nehmen und Messungen durchzuführen. Der Erta Alle ist bislang noch kaum erforscht. Um eine Lavaprobe zu entnehmen, seilt sich Chris Weber 40 Meter tief in den aktiven Krater hinab. Die größte Gefahr dabei besteht in Steinschlägen vom Kraterrand, denn die Lava ist hier nur locker aufeinander geschichtet. Im Innern des Kraters ist es so heiß, dass man sich dort nicht für längere Zeit ohne Schutzkleidung aufhalten kann. Die Terrasse im Krater, auf der sich die Forscher jetzt befinden, hat sich erst vor kurzem gebildet. Hier wird anschaulich, was sich im großen Maßstab auch beim Drift der Kontinentalplatten abspielt. Vom Rand der Terrasse im Krater aus wird nun eine Lavaprobe aus dem Lavasee entnommen. Weil sich der Erta Alle an der Schnittstelle zweier auseinanderdriftender Kontinentalplatten befindet, steigt Lava aus dem Erdinneren hoch. Der afrikanische Kontinent wird sich hier in geologischer Zeit dereinst in zwei Hälften trennen. Den entstehenden Graben wird dann ein Ozean füllen und der Erta Alle wird wohl zum Meeresvulkan. Unten im Krater selber ist es nicht ganz so heiß, wie wir erwartet haben. Trotzdem ist an der Kraterkante ein Hitzeschutzanzug erforderlich, denn die Wärmeabstrahlung ist doch enorm. Auch Gas gibt es unten im Krater. Ohne Gasmaske muss man da furchtbar husten. Die wird man auf jeden Fall auch für weitere Arbeiten dort unten benötigen. Seit 2005 öffnen sich in der äthiopischen Afar-Senke hunderte Risse und Spalten, in denen es heftig brodelt. Indizien dafür, dass sich das Auseinanderdriften des 6000 Kilometer langen ostafrikanischen Grabenbruchs gegenwärtig beschleunigt. Der Erta Alle ist nur der sichtbarste Ausdruck dieser dramatischen geologischen Ereignisse. Zurück in Deutschland bringt Chris Weber seine Lavaproben zu Professor Jörg Keller ins Institut für Petrochemie der Uni Freiburg im Breisgau. Petrochemie ist die Wissenschaft von der Gesteinschemie. Dabei interessiert sich Jörg Keller auch besonders für das Gebiet des ostafrikanischen Grabenbruchs. Hier wird die Lavaprobe dann so aufbereitet, dass sie wissenschaftlich untersucht werden kann. Die Olivine kommen wunderbar raus. Vor allen Dingen die Olivine, die man jetzt natürlich noch nicht genauso sieht. Wir sagen, dass Änderungen in der chemischen Zusammensetzung und die Änderungen von Prozessen, die zur Bildung dieser Mineralien und Gesteine geführt haben, widerspiegeln. Und das wollen wir in ihrer Systematik erkennen. Zum Beispiel, unter welchen Druckbedingungen sich ein Mineral gebildet hat, ob ein Mineral schon vielleicht in 10 Kilometer Tiefe begonnen hat zu kristallisieren, wie es dann im Aufstieg seine Zusammensetzung ändert. Und wenn wir wieder andere Produkte dann sehen mit gleicher oder verschiedener Zusammensetzung, dann können wir auf gleiche oder verschiedene Prozesse schließen. Seit Jahrzehnten gilt Jörg Kellers besondere Leidenschaft dem Vulkan Oldoinyo-Lengai in Tansania. Während dieser Zeit hat sich dessen Kratersee immer mehr mit Eruptionsprodukten gefüllt. Heute ist der Krater voll und läuft häufig über. Uns fasziniert der Oldoinyo-Lengai deshalb, weil er vollkommen anders ist als alle anderen Vulkane. Das betrifft die Zusammensetzung der geförderten Laven. Denn der Oldoinyo-Lengai hatte mehrere große explosive Eruptionen, die sich unterscheiden von dem, was wir heute sehen, in den letzten etwas über 100 Jahren. Aber es gibt keinerlei Augenzeugenberichten. Der Lengai liegt weit abgelegen. 120 Kilometer entfernt von Arusha, einer Stadt im Norden Tansanias. Arusha selbst liegt am Hang eines aktiven Vulkans, des Mount Meru. Der Meru und der Lengai sind Vulkane desselben ostafrikanischen Grabenbruchs, wie auch der Lavasee des Erta Alle oder der Kilimanjaro. Die Fahrt zum Lengai führt durch weite Steppenlandschaften, wo Maasai ihre Viehherden halten. In der Sprache der Maasai bedeutet Oldoinyo-Lengai Berg Gottes. Beinahe 3000 Meter ist der alleinstehende Berg hoch. Chris Weber und Jörg Keller haben den Berg schon mehrmals bestiegen. Die rekrutierten Maasai aus den umliegenden Dörfern tragen dabei die Hauptlast der Ausrüstung. Der Aufstieg zum Gipfel ist anstrengend. Manche sprechen von einem der schwierigsten Vulkanaufstiege überhaupt. An klaren Tagen kann man vom Gipfel aus Afrikas höchsten Berg, den Kilimanjaro, sehen.
Auf dem Gipfel erwartet die Forscher eine bizarre Traumlandschaft. Oben angekommen sind sie bereits mitten im Vulkankrater. Campiert wird direkt auf der erkalteten Lavaschicht des Kraters. In den Hornitos genannten charakteristischen Türmen brodelt die Lava weiter. Der Lenca ist weltweit der einzige Vulkan, der sogenannte Natrocarbonatit-Lava fördert. Diese Lava ist so dünnflüssig wie Wasser. Wenn sie aus dem Berg austritt, ist sie schwarz, reagiert jedoch innerhalb weniger Tage mit der Luftfeuchtigkeit, worauf sie sich mit einer weißlichen Sodaschicht überzieht. Gelegentlich kann die kochende Lava einen Hornito-Turm so zermürben, dass er einstürzt oder dass eine Wand kollabiert. Dann schießt die Lava in einem Schwall hinaus. Nicht ungefährlich für die Forscher, die in ihrer Nähe Temperaturen messen und Gas- und Lavaproben nehmen. Mit 500 bis 600 Grad ist die schwarze Lava des Lengai die kälteste der Welt. Ihren niedrigen Schmelzpunkt verdankt sie ihrer besonderen Zusammensetzung aus kalkhaltigen Mineralien und Natrium. Manche der Mineralien des Lengai sind seltener als Diamanten. Es ist eine lange Entwicklung, die dazu führt. Und wir stehen natürlich auf dem Vulkan, um genau diese lange Entwicklung zu verstehen. Gesteine, Vulkane an sich sind wie Archive für uns und es gilt, diese Archive zu lesen. Im Grunde sind wir hier da, um dieses Archiv zu verstehen. Und in Yolengai ist kein ungefährlicher Vulkan. Es ist keine Großstadt in der Nähe, aber es leben doch immerhin im Einzugsbereich dieses in Yolengai ca. 10.000 Maasai. Und bei den letzten großen Eruptionen des Lengai ist das ganze Vorland unbewohnbar gewesen. Die ganze Bevölkerung ist weggezogen. Große Verluste am Viehbestand, was ja für die Maasai das wichtigste, das zentrale Punkt ist. Und so wollen wir natürlich auch die Gefährdung verstehen, die von diesem Vulkan ausgeht. Im September 2007 hat eine gewaltige Eruption den Lengai erschüttert. Wieder gab es keine wissenschaftlich geschulten Augenzeugen, aber auch keine Opfer zu beklagen. La Réunion. Die französische Vulkaninsel liegt vor der Küste Ostafrikas. Hier lässt sich ein einmaliges Naturschauspiel beobachten. Lavaströme ergießen sich direkt in den Indischen Ozean. Marc Scheglert und Chris Weber, die beiden vulkanbegeisterten Deutschen, kommen hierher, um die Lavaströme des Piton de la Fournaise zu filmen. Doch im Sommer 2007 ist der Zugang zum Vulkan gesperrt. Felsbrocken haben die Zufahrtsstraße unpassierbar gemacht. Zu Fuß gehen die unerschrockenen Filmer weiter. Von einer Anhöhe aus präsentiert sich ihnen ein einmaliges Bild. Einem mäandrierenden Fluss gleich überziehen Lavaströme eine ganze Ebene am Fuße des Vulkans. Die aufsteigende Hitze ist so intensiv, dass sie Äste entzündet, die mehrere hundert Meter höher stehen. Auch Asche steigt hoch und brennt in den Augen. Aber hier die Asche, die Spüle mal abgewaschen, die Mutter rieselt. Wir können weitergehen. Ohne Vulkanismus wäre vielleicht gar kein Leben auf der Erde entstanden. Zumindest nicht so in der Form, wie wir es jetzt kennen. Er liefert Mineralien, also Nährboden für Pflanzen, ist für die Fruchtbarkeit auf der Erdoberfläche ganz entscheidend. Jede Woche kommt es auf der Erde zu Vulkanausbrüchen. Über geologische Zeiträume betrachtet, ist die Erde ein äußerst stürmischer Ort, der seine Oberfläche aufgrund vulkanischer Aktivitäten ständig verändert. An Vulkanen lassen sich geologische Veränderungen der Erde wie in einem Zeitraffer beobachten.
Lavaströme ergießen sich aus dem Erdinnern, verändern die Oberfläche des Planeten und vergrößern, wie hier auf La Réunion, gelegentlich auch seine Landmasse. Vulkane sind Zeugen unserer Geburt aus dem Feuer. Trotz allem wissenschaftlichen Fortschritt bleiben die Feuerberge unberechenbar und bergen noch viele Geheimnisse. Denn der Blick tief ins Innere der Erde bleibt uns Menschen weitgehend verwehrt. Sie sahen Vulkane, Geologie im Zeitraffer. Die DVD Vulkane, die Filme mit ausführlichem Bonusmaterial wie den schönsten Vulkanbildern aus aller Welt ist erhältlich bei NZZ Format, über Internet, per Post oder per Fax. Gleich anschließend in Swissmade, der Lehrer und die Vulkane. Jörg Allians Faszination für Vulkane hat angefangen, als er als Bub seinen Vater beim Strahlen, beim Suchen nach Kristallen begleitet hat. Die Faszination der Kristalle rührt daher, dass man etwas in der Natur findet, das man nicht erwartet, das wunderschön aussieht, dass, wenn man es aus der Kluft heraus geborgen hat, dass es glänzt und glitzert, Farben mit sich bringt. Es ist ja kaum zu glauben, dass diese Kristalle natürlich so wachsen können und dann nach Millionen Jahren ans Tageslicht kommen, in der Form, wie sie uns dann begegnen. Und das zu besitzen zunächst einmal, vielleicht auch zu tauschen mit anderen Kristallsammlern, zu verkaufen vielleicht sogar, das hat schon eine große Faszination. Der engagierte Lehrer und Doktor der Naturwissenschaften liebt es, sein Wissen weiterzugeben. Schon früh hat er das Potenzial des Internet zur Vermittlung von Lehrstoff entdeckt und betreibt deswegen zusammen mit Gleichgesinnten eine Internetplattform. Die Schulbehörden sehen ein solches Projekt nicht vor. Und deshalb geschieht alles in freiwilliger und unbezahlter Arbeit. Swiss Educ ist in erster Linie eine Plattform, die von der ursprünglichen Idee ausgeht, Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen anzubieten. Und diese Unterrichtseinheiten bieten wir für den Download an. Und das holen sich Lehrkräfte sogar in aller Welt und nutzen die in ihrem Unterricht. Das mag Geografie sein, aber auch Sprachen, also Englisch, Altphilologie. Während der Schulferien macht sich Jörg Allian immer wieder auf, Phänomene der Natur zu studieren und zu dokumentieren. Das ist nicht immer ganz ungefährlich. Als Vulkanbegeisterter suchen sie natürlich interessante Ziele, die die Chance bieten, dass sie da mit der Kamera zu attraktiven Bildern kommen. Und da gibt es Vulkane, die häufig ausbrechen oder dann das lange Zeit auch tun. Und das sind natürlich dann die günstigsten Ziele. Also da sind natürlich der Stromboli oder der Ätna sehr attraktiv, weil man erwarten darf, etwas zu sehen, wenn man dorthin reist. Mineralien oder Formen, die Gletscher und Vulkane, die Gebirgsbildung hinterlassen, haben eine ästhetische Dimension. Das ist sehr attraktiv, mit der Kamera in der Hand durchs Gelände zu wandern, das zu fotografieren, das auch in einer Art zu tun, dass Betrachter das als schön empfinden. Das ist sicher ein Reiz dieser Tätigkeit. Jörg Allian ist ein berufener Lehrer. Routine oder gar Langeweile will er nicht aufkommen lassen. Sein Anliegen ist die fortlaufende Verbesserung der Unterrichtsmethodik. Es gibt keine normale, durchschnittliche Schulstunde. Ich muss natürlich den Schülerinnen und Schülern viele Fakten auch vermitteln, aber diese treten immer mehr in den Hintergrund gegenüber Fähigkeiten, mit den Fakten, mit den Informationen umzugehen, sie auszuwerten, sie zu bewerten.
Der moderne Unterricht, auch in anderen Fächern, wandelt sich immer mehr von einem lehrerzentrierten Unterricht zu einem, bei dem die Schülerinnen und Schüler selber tätig sind, sei es im Klassenzimmer oder auch zu Hause. Man darf da allerdings nicht Information und Wissen selbstverständlich verwechseln. Also dadurch, dass Sie eine Information über das Internet bekommen, heißt ja das noch lange nicht, dass Sie diese Information verstanden haben oder einordnen können. Und dort beginnt ja dann gerade die Rolle der Lehrperson, hier zu unterstützen und zu helfen. Dazu gehört für ihn aber auch, das Interesse seiner Schüler an der Erdkunde mit Ausflügen in die nähere Umgebung zu wecken. Geologie ist die Wissenschaft von der Erdkruste, von der Gesteinswelt, von den Rohstoffen. Und Laien mögen das für langweilig halten, weil die Prozesse sehr lange dauern und meistens nicht in Echtzeit zu erleben sind. Aber genau das ist natürlich bei Vulkanen dann schon anders. Da sind die Vorgänge oft sehr schnell, explosionsartig schnell. Und da gibt es dann mehr als genug Action, um da zuzuschauen und etwas in kurzer Zeit zu erleben. Jörg Allian ist ein Lehrer, dem man zutraut, selbst die Entstehungsgeschichte der vertrauten Nagelfluh spannend zu vermitteln.